Gut, also legen wir die Socken wieder hin und hoffen mal... Beziehungsweise wissen wir ja theoretisch schon, dass alles gut geht. So, irgendwie ist mein Rechner gerade total laut. Ich hoffe bei euch nicht. Ich habe erstmal wieder runtergedreht. Dann legt das Teil mal wieder dahin. Nate aus der Zukunft. Das sollte mich nach vorne bringen. So. Nun kann eigentlich der andere Nate kommen. Was müssen wir dafür tun? Weggehen? Keine Ahnung. Gehen wir rüber. Hallo, willst du jetzt mal bitte deinen Dings machen? Ich sollte dem Universum und dem Raum Zeitkontinuum. Ja, na dann geh da rein. Nate war auf jeden Fall weg. Alter, der Kapuzen-Nate. Er hat's genommen. Gut, es ist weg. Dann können wir jetzt vielleicht... Wie läuft das dann? Eigentlich müsste der uns doch von sich aus eins nach dem ansprechen. Müssen wir wieder rausgehen aus dem Dorf. Hallo? Ich bin bereit für meinen zweiten Versuch. Das wird witzig. Wir sind bereit. Gut, die Termiten haben gearbeitet. Sehr beeindruckend. Er hat betrogen. Habe ich nicht? Du hast ja keine Ahnung. Ich habe gerade ein Déjà-vu, irgendwie. Als nächstes steht das Bogenschießen an. Dafür hat der Kuttenträger, also ich, Nate, also mir, den Knochenbogen besorgt. Genau. Mein Freund Nate wird es der Grünhaut zeigen. Mit dem richtigen Bogen, der Hilfe des Zaubersteins und einem Quäntchen Glück gewinnt er wieder. Wieder. Mein Freund... Gut, ins Zelt müssen wir, glaube ich, nicht. Der muss uns hier draußen jetzt ansprechen. Und dann müssen wir das mit den Kesseln einrühren. Genau. Ah, jetzt kommt er auf uns zu. Gut. Ich brauche einen Bogen und einen Pfeil. Hast du vielleicht so etwas? Nein, aber ich kann dir einen besorgen. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 97 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Ach, warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle... Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Hm, okay. Los, Nick, jetzt zier dich nicht. Hast du vielleicht 97 Kupferkessel? Was? Aber wieso denn? Na dann? Hä? Hat er das jetzt hier philosophiert? Alles klar, ich hab's ihm gesagt. Gut, ich besorge dir den Bogen. Hast du zufällig auch noch eine Idee, wie ich Massas dazu bringen kann, nicht jedes Mal ins Schwarze zu treffen? Das hier wird dir helfen. Ah ja, stimmt. Ein zerknüllter Zettel. Das ist genial, damit tue ich was? Lies ihn und spiele das Spiel des Krämers. Woher weißt du, bist du sowas wie ein Wahrsager? Nein, ich bin dein zukünftiges Ich. Oh Gott. Also, nein, wir müssen zurück. Wir müssen zum Krämer. Denn jetzt ist der interessiert an unseren Kesseln und gibt uns dafür das Feuerwasser. Hoffentlich. Was kann ich für den Herrn tun? Na hier, die Kessel. Um nochmal auf das Feuerwasser zurückzukommen. Was bieten Sie mir an? Die Kupferkessel. Hier. Ich habe einige Kupferkessel im Angebot. 97, um genau zu sein. Die brauche ich. Aber mir kommt die Sache verdächtig vor. Sie wussten doch, dass ich Kessel brauche, nee, oder? Woher denn? Es ist mein Job, alles zu wissen. Ja, gut, oder? Also gut. Deal. Deal. Hier ist die Flasche Feuerwasser. Aber sei vorsichtig. Sie ist wertvoll. Na? Erst duzt du mich und jetzt... erst ziehst du mich und jetzt wäre ich wieder geduzt? Och nö. Och nö. Stimmt, du hast recht. Wir müssen wieder zu unserem Freund ins Tippi. Dann kriegen wir das Geweih, dann haben wir den Bogen. Und dann haben wir hier hoffentlich alles abgehakt. Dahin.
Weiß ich gar nicht, ob wir dann alles abgehakt haben. Na komm schon. Schneller. Da, ins rosa Tippi bitte. Das fällt mir erst jetzt auf, dass das Ding rosa ist. Oder ist das vom Qualm gekommen? Ja, ich hab dein Feuerwasser, Junge. Huhu. Was ist denn nun schon wieder? Mal nicht so genervt, mein Freund. Ich habe eine Flasche Feuerwasser besorgt. Du hättest mich warnen können, dass das Zeug so wertvoll ist. Wertvoll? Es kostet ein paar Kupferstücke und man bekommt es hier in den wilden Landen an jeder Ecke. Aber warum? Ich war nur zu faul, es selbst zu holen. Außerdem wollte ich dich loswerden. Gib schon her. Danke, aber wenigstens ist er ehrlich. Hier, hast du das Geweih. Gut. Danke. Nicht so laut. Aber wir müssen... Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier mit der Luft nicht. Wir müssen immer noch Grump und Sluff... Ich lass ihn und seinen Kart... ...aus dem Felsspalt holen. Das Geweih und die Sehne zusammen ergeben meinen altbewährten Knochenbogen. Genau, dann bastel mal schön. So, hast du eine Idee, wie man... großen, was ist er eigentlich? Ogre? Oder was? Aus einer Felsspalte bekommt? Nee, keine Ahnung, was ich fragen sollte. Den Drachen wollen wir ja nicht behelligen. Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Husa könnte die kleinen. Ja, ist gut. Ich habe auch keine Idee, was wir hier machen können. Den einen Kessel haben wir noch, aber der bringt uns doch nichts. Die beiden sind zu schwer. Es kann auch sein, dass sie sich in der Spalte verkeilt haben. Ja, das hast du ja schon gesagt. Der Drache hilft uns auch nicht. Na, wahrscheinlich müssen wir erstmal den Bogen jetzt abliefern. Wie jetzt? Rum. Pistuell. Handy, erschreck mich doch nicht so, wenn du hier neben mir auf der Tischplatte liegst. Gut, geben wir ihm mal seinen Bogen. Den Pfeil hat er ja selber gebastelt. Und dann müssen wir die zwei noch aus der Felsspalte ziehen. Hoffentlich fällt uns da zeitnah auch noch was ein. Ah, jetzt kommt er schon wieder. Hey, du da, Kapuze. Wo ist mein Bogen? Nicht so frech. Hier. Yeah. Danke. Warum tust du das? Nimm. Vielleicht will er mich hier einfach noch ein wenig beschäftigen. Damit die Schattenarmee genug Zeit hat, das Lager zu umstellen. Genau. Das bin ich misstrauisch. Gut, aber was machen wir jetzt mit Sloth und Grump? Och nö. Nein, gut. Können wir hier mal gucken? Oh, Katzin. Der Mensch hat die Prüfung der Geschicklichkeit gewonnen. Ja, was für ein Wunder. Unmöglich. Ich habe gesprochen. Der Mensch gewinnt. Auch den zweiten Wettkampf. Das ist nicht... Ich... Heulst du gleich? Komm nach vorne zum Tor für den dritten und letzten Wettkampf. Jetzt wird's eng. Und es gab schon Leute, die meinten, ich wäre peinlich. Aber jetzt sollte ich mich sputen. Ich muss dafür sorgen, dass Massas ihren Lauf nicht beendet. Aber wie denn? Jedenfalls nicht so. Nicht mit den Dingen hier. Ich bin so gut. Und Nate auch. Ja, Junge. Du bist super. Ach so, wenn wir jetzt da rauslaufen, sehen wir da noch, wie die losmachen? Dann können wir ja per Schnellreise zu den... Perschen. Nee, die sind schon weg. Der Häuptling hält mich für einen Spion der Erzhexe. Die Tarnung ist perfekt. Ja, gut, die sind schon weg. Also gehen wir jetzt dahin. Und ich habe keine Ahnung. Die beiden sind zu schwer. Es kann auch sein... Mann, oh. Hier geht jedenfalls gar nichts mehr. Keine Hotspots und... Wieder Maus abfahren.
bringt mir auch keine Lupe. Dass es in Point-and-Clicks immer wieder Stellen gibt, wo man dann feststeckt. Das ist doch wirklich gemein. Ich hätte ja die Idee, dass der Drache sich mal bemüßigt, nach draußen zu gehen. Vielleicht können wir jetzt mit ihm reden, dass es wirklich nur dran gelegen hat, dass wir erst die anderen Dinge abhaken mussten. Ich lasse sie lieber in Ruhe. Sie hat noch ein paar Kapitel vor sich. Nein, das kann es nicht sein. Mann, Mann, Mann. Ich meine, die hat Flügel. Die könnte die beiden rausziehen. Hat der eine Idee? Nee, keine Ahnung, was ich fragen sollte. Oder vielleicht. Mein Latein ist mal wieder aufgebraucht. Können wir mit ihm jetzt reden, nochmal, oder? Ich lasse ihn und seinen Karten. Ja, toll. Wir haben eine Karte und einen Kupferkessel. Mehr nicht. Zu den Erdwichteln gehen wir nicht mehr. Nate hat ja Angst vor Husa. Los. Oder? Trachte den Ork-Häuptling. Nee, das ist nur wieder das, der hält mich für. Mit dem? Hallo! Was denn nun schon wieder? Können du und dieser Kriegerverschnitt mich nicht einfach in Ruhe lassen? Geht man so mit Kunden um? Kunden? Alles, was ihr tut, ist doch, mich auszutricksen. Ihr habt meinen halben Warenbestand und ich habe kein müdes Goldstück mit euch verdient. Hast du zufällig Interesse an 97 Kupferkesseln? Oder kann ich dir sonst etwas anbieten? Meinen wertvollen Verkleinerungsring? Oder mein letztes Hemd? Also... Weißt du was? Hier, nimm den Ring. Das ist alles, was ich noch an Wert besitze. Dann muss ich mich wenigstens nicht noch einmal für dumm verkaufen lassen. Das mit den Töpfen und den drei Zahlen hat sie in ihrer Händlerehre getroffen, was? Ich bin kein Händler mehr. Schluss mit dem ehrlichen Leben. Ich gehe in den Süden und werde Bäcker. Tun Sie nichts, was Sie später bereuen würden. Ein Verkleinerungsring. Ganz umsonst. Ah, super. Ach, nö. Nö, musst du jetzt auch nicht. Den Ring kennen wir schon, ne? So, und wenn die beiden kleiner werden, kurzzeitig werden sie auch leichter. Nicht wahr? Wirf den Ring hinunter zu Sloth und Crump. Hey, Sloth! Ja, Freund Nate? Ich werfe euch einen Ring runter. Lasst ihn ja nicht fallen. Also gut! Aufpassen, Crump. Okay, zieht ihn an. Den kennen wir schon, den Ring. Den hatte doch Wilbo auch mal. Und nun zieht ihn wieder aus. Schnappt sie euch, Jungs. Da hat jemand ein kleines, speckiges Problem. Die könnten ja auch den Ring einfach wieder ausziehen. Na gut, ich würde sagen... Ja doch, ich dachte schon, das geht nicht mehr. Huch. Und ins Orklager und den Sieg angucken von... Und dann muss Wilbo ran, ne? Soweit ich das in Erinnerung habe, müssen wir noch das Kästchen leeren. Rein da! Es ist cool, das noch von der anderen Seite mal zu machen. Also ich muss sagen, das Spiel fetzt. Damit kannst du mit deinem Preis gehen, wohin du willst. Du bist der Sieger des Kriegerwettkampfes. Ausgezeichnet. Nichts wie weg hier, bevor Sasi zurückkommt. Ausgezeichnet. Damit habe ich meinen Job ja wohl vorbildlich erledigt. Ja, super gemacht, Nate. Und das geht jetzt an beide. Ich bin Erster. Wie Wilbur wohl beim Austausch des Artefakts vorankommt. Das werden wir jetzt sehen. Was hast du denn da für ein Paket? Gut, der eine Wilbur ist weg. Der andere spielt Mission Impossible. Hihihi.
Machst du das mit Magie oder ist Ivo da oben? Oh, der arme Kleine. Die Luft ist rein. Genau, du bist weg. Betrachte das Kistchen. Aha. Ich scheine gerade Hilfe für den Kistentransport zu suchen. Das ist meine Chance. Ha, hier ist aber ein kleiner Fehler. Der Helm ist weg. Aha. Ja, denn, was denn für eine Chance? Wie kriegen wir es denn auf? Das Ding soll ich in die Kiste des Artefakts legen. Es hat etwa dieselbe Größe und wiegt auch ungefähr so viel. Naja, aber... Es war nicht einfach, unbemerkt aufs Zeltdach zu kommen. Ich riskiere lieber nicht, da draußen jemandem über den Weg zu laufen. Soll das so einfach sein? Gut. Da ist es schon. Verflixt. Ja, genau, das war das, was ich gehört hatte. Ah, hier, Spiegel kaputt. Hallo? Ist da wer? Meine Nerven müssen mir einen Streich gespielt haben. Oder hier ist ein unsichtbarer Einbrecher. Das ist die Kiste. Also los. Cool. Ja, cool. Dass der das nicht merkt mit dem Spiegel. Also los. Ach, Wilburlein. Da hältst du bist du nicht gerade, was? Das war knapp. Sei doch mal etwas optimistischer. Was soll jetzt noch schief gehen? Das da könnte schief gehen. Ich hab's gewusst. Dieser verdammte wandelnde Bettvorleger. Keine Bewegung. Ich bin ein Magier. Ich weiß, kleiner Mann. Ich hätte dir das schon damals in Seefels nicht zugetraut. Und von dir hätte ich erwartet, dass du mal wieder deine Freunde im Stich lässt. Zumindest hätte ich mir dann dieses Gefase nicht anhören müssen. Schauen wir mal, ob du immer noch einen flotten Spruch auf den Lippen hast, wenn du vor Mutter stehst. Nein! Ach, keine Angst vor der Erzhexe. Du werdet ihr bald rausgeholt. Zu freundlich von euch. Legt sie in Ketten! Nicht in Ketten legen, ist doch nicht schön. Hi. Hat man uns gefangen genommen? Yep. Hast du das Artefakt ausgetauscht? Yep. Wo ist Ivo? Hier bin ich. Und ich habe eine Transportmöglichkeit organisiert. Ui. Hüpf drauf. Ich muss euch beiden noch durch die Zeit zurückschicken. Und ihr müsst noch etwas anderes für mich tun. Wie jetzt? Noch was anderes für dich tun? Ich meine, klar, mit ihrem elfischen Charme, aber warum ist die jetzt diejenige, die alle anstellt? Ein bisschen unfair, oder nicht? Na nü? Also schön, ich muss mich beeilen. Nate und Wilbur sind oben gefangen. Ah, jetzt spielen wir mal wieder Ivo. Die Frage ist, nein, die hat nur den Zeitumkehrer. Komm schon. Spiel. Nicht aufhängen, bitte. Brav. Zum Glück sind hier keine Wachen. Weiter. Weiter, ja. Aber ich höre doch Arbeitsgeräusche. Da hämmert einer Metall. Wir müssen was tun, Captain Nate. Was denn? Es ist zu spät. Mutter! Du hast nach dem Artefakt des Schicksals verlangt und ich habe es dir gebracht. Gut. Ach, das meinte die. Mit ich muss euch zurückschicken. Und wo ist eigentlich, was hat er jetzt eingepackt? Wo ist eigentlich das Vieh?
was. Psst, später. Los, berührt beide das Amulett. Bis gleich. Mit dieser Macht umgehen könnte. Ich habe es versteckt, wo niemand es jemals finden wird. Aber man könnte viel Gutes damit tun. Was du damit tun würdest, wissen wir. Was machen wir als nächstes? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Vielleicht wartet hier irgendwo noch ein anderes Abenteuer auf uns. Warten wir es ab. Oh. Das war ja ein The End. Ein richtiges Hollywood-Ende. Wie schön. Mal die Musik und die Credits durchlaufen. Also ich bin rundum begeistert von dem Spiel. Es ist ein wunderschönes Point-and-Click. Eins ärgert mich, ich habe schon mal geguckt. Ich wollte, als das Ende in Sicht kam, mit dem Upload beginnen, beziehungsweise dem Freischalten der Videos. Und bei Part 1 ist ein Fehler unterlaufen, den werde ich also wahrscheinlich morgen nochmal nachträglich aufnehmen. Aber naja, das kriegen wir hin. Ich hoffe, dass nicht noch mehr fehlerhaft ist. Dann wird es nämlich komplizierter, als den ersten Part nochmal zu machen. Und ja, was soll ich sagen? Ich denke, mein Plan geht auf. Das ist ja das Erste, was ich wirklich nach dem Motto gemacht habe. Erst wenn es fertig auf der Festplatte liegt, wird es für euch dann nach und nach zu sehen sein auf YouTube. Jetzt kann ich die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Parts noch rendern, hochladen. Den ersten mache ich dann nochmal und dann geht's los mit dem Upload. Unter dem öffentlich schalten. Hochgeladen sind sie ja größtenteils schon. Ja, ein wunderschönes Spiel. Ich denke, allein auch wegen dem Festplattenplatz, wobei die rund 50 Parts, glaube ich, werde ich wohl warten müssen, falls noch einer fehlerhaft ist, dass ich die Speicherstände noch habe und notfalls halt doch nochmal nachträglich aufnehmen kann. Trotzdem werde ich wahrscheinlich hinten ranhängen noch die Viehchroniken, das Add-on zu The Book of Unwritten Tales, wo wir vermutlich, also ich kenne es auch nicht, und Let's Plays, da habe ich mal einen Part, glaube ich, gesehen von Frozen Foxy. Ja, ein bisschen Werbung an dieser Stelle, wo es quasi darum geht, wie Nate und das Vieh aufeinandertreffen oder halt, wie die sich kennenlernen. Ja, auch schön hier die Zeichnungen der ganzen Ortschaften nochmal. Gut, ist immer ein schönes Gefühl, wenn man so ein Projekt mal beendet. Weil, ja, es hat ja auch lang gedauert, nicht wahr? 50 Parts, ich meine, es sind auch ein paar Stunden. Deswegen lehne ich mich jetzt nochmal entspannt zurück, lausche den letzten Tönen vom Abspann und freue mich schon, wenn ich das nächste Projekt in Angriff nehmen kann. Bis dahin auf jeden Fall. Das Spiel ist wirklich wunderschön gewesen. Ich kann es nochmal wieder betonen. Ich kann es jedem empfehlen, sich das zuzulegen und selber mal ein bisschen rumzurätseln. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Nur schade, ja, weil ich das hier gerade sehe, dass wir nicht noch mitbekommen, wie Wilbur wieder nach Hause kommt. Oder er wollte ja den Kellermeister nochmal besuchen. Und er hat es ihm versprochen.
Da hätten sie schon noch eine kleine Cutscene machen können. Aber den kleinen Wermutstropfen, ich meine, ich schreibe auch gerne Geschichten privat und lade die dann auf fanfiction.de hoch. Das könnte man sich ja selber noch zusammenspinnen mit genug Fantasie, will ich damit nur sagen. Gut, dann lassen wir die Credits noch durchlaufen und ich sage tschüss und bis zum nächsten Projekt. Hallo, Wilbur? Ich höre doch deine Schritte. Oh, da kommt doch noch was. Hallo? Stimmt, den Tod hatten wir ja auch eingebuddelt. Der sollte ja Probe liegen. Für seine Lebendbestattungen. Mensch, wie bei einem Film. Früher bei den Kinofilmen. Da gab es noch mal eine Zeit lang, dass dann nach dem Abspann noch eine kurze Szene war. Gut, jetzt aber wirklich. Wirklich richtig echt. Damit haben wir das Spiel geschafft. Bis zum nächsten Projekt, liebe Freunde.